wir feiern also nächstes Jahr 40 Jahre Niederösterreichisches Hilfswerk. Aber die wenigsten werden wissen, dass es bereits Jahrzehnte vorher ein Hilfswerk in Krems gegeben hat. Die Gründung geht zurück auf das Jahr 1955. Der damalige Bürgermeister war der Initiator dieses Projektes. Man muss sich vorstellen, 1955, 10 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, gab es noch sehr viele arme Leute, die kaum ein Dach über den Kopf hatten, auch wenig Geld. Und der Grund, um diesen Menschen zu helfen, war erstens einmal, dass sie auch eine warme Wohnung sich leisten konnten, dass sie nicht hungern mussten. Das heißt, wir haben uns erfahren, also konzentriert, für die täglichen Notwendigkeiten sie zu unterstützen. Alle Jahre wurde hier ein Bazar veranstaltet, immer in der Weihnachtszeit. Und dieser Bazar hat einen Reingewinn gebracht von heute umgerechnet in Euro etwa von 50.000 Euro. Ja, dieser Bazar war eigentlich auch ein gesellschaftliches Ereignis. Alles, was hier in Krems Rang und Namen hatte, war selbstverständlich bei diesem Bazar entweder aktiv oder als Gast immer dabei.